Sehr geehrter Herr Privatdozent Dr. Rudolf Miklaun, wir haben bereits in einer anderen Lektion über extreme Ereignisse und die Rolle Ihrer Fachabteilung gesprochen. Und jetzt interessiert mich sehr die Aspekte von Umweltauswirkungen ganz grundlegend und den Bezug zum Klimawandel. Können Sie denn feststellen, dass in Ihrem Verantwortungsbereich durch den Klimawandel auch Auswirkungen auf die Umwelt sich verändert haben? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass ja Umweltveränderungen ja immer stattfinden. Kontinuierlich verändert sich unsere Umwelt. Das ist Teil einfach einer normalen Entwicklung. Und kann man wirklich einen Bezug zum Klimawandel dezidiert, können Sie denn feststellen? Sehr geehrter Universitätsprofessor Dr. Gade, ich freue mich, dass ich auch zu diesem Thema ein paar Gedanken beitragen kann, um auf Ihre Frage der Auswirkungen auf die Umwelt des Klimawandels einzugehen. Möchte ich vielleicht eingangs sagen, ich würde es mir nicht anmaßen, eine wissenschaftlich fundierte Bezugnahme zwischen Klimawandel und Umweltbeobachtungen, die wir in unserem Bereich feststellen, zu tätigen. Wie wenn auch es so ist, dass wir mit Sicherheit Beobachtungen haben, wo nach bestem Wissen und Gewissen davon zu sprechen ist, dass hier ein Klimabezug besteht. Ich glaube, ich kann es nur am besten an Beispielen festmachen. Ich würde da drei Beispiele wählen. Eines und das Prominenteste ist sicherlich die Veränderung, die wir erleben im Zusammenhang mit Ereignissen, vor allem mit Niederschlagsereignissen. Wir haben durchaus die Beobachtung gemacht, dass vor einigen Jahrzehnten Nordwestwetterlagen, Niederschlagsereignisse, Dauerregen zu Niederschlagslagen geführt haben, die sehr große Hochwasserereignisse ausgelöst haben. Nun, und das glaube ich deckt sich auch mit der Beobachtung der Zentralanstalt, ist es so, dass lokale Starkregenereignisse immer mehr dominieren. Auch, und das beobachten wir in den letzten Jahren vor allem, die Südwestwetterlagen, also die Tiefdrucklagen, die aus dem mediterranen Raum direkt gegen den Alpen-Südrand steuern. Wir haben jetzt zuletzt eben in Kärnten und Osttirols mehrere Jahre mit starken Ereignissen gehabt, die nehmen definitiv zu. Sehr interessant war, dass die 5b-Wetterlage, das ist also dieser zentraleuropäische Tiefdruckwirbel, eine so um die 2000er Jahre sehr stark aufgetreten ist, jetzt in der letzten Zeit wieder weniger. Also man sieht da ständig was im Fluss. Was definitiv aber so ist, lokale Starkregenereignisse, die vor allem auch stehen bleiben und dann eine Zeit lang dort sich festsetzen, die dominieren. Und das ist eine Veränderung, die augenscheinlich ist. Zweites Beispiel, Waldbrand, ein für uns durchaus neues Thema, in Österreich unterbelichtet, weil Waldbrände in großem Ausmaß, wie es auch im mediterranen Raum, Portugal zum Beispiel, auftreten, in Österreich unbekannt sind. Aber was sehr stark in Erscheinung tritt, sind jetzt Waldbrände in unzugänglichen Lagen. Also wir hatten eine offensichtliche Häufung von alpinen Waldbränden. Und das hat uns auch eigentlich veranlasst, dass wir auf diesem Sektor etwas tun müssen, strategisch. Drittes Beispiel, und ich glaube, das ist für einen Morphologen wie Sie auch das Spannendste, ist ja die Veränderung des ganzen Abtragsgeschehens in den Alpen. Und da sehen wir natürlich den einfachst erklärbaren Bezug zum Permafrost. Durch den Anstieg der Temperatur gehen die Permafröste in den Hochlagen auf und es kommt dann entweder zu Sturzereignissen, wie wir es jetzt zum Beispiel auch am Ankogel oder in anderen Gebieten der Tauern sehen, aber auch das Aufgehen von Blockgletschern, wo wir dann sehen, dass plötzlich Murgänge aus Karlagen in Täler vorstoßen. Und das ist spannend, Obersulzbachtal, hier verändert sich die Morphologie ganzer Wildbachsysteme schlagartig von einem relativ blockigen System zu einem Braided River System. Und es kommen Schiebemassen in Bewegung, die mit Sicherheit auch noch viele Jahre in den Gewässersystemen zu einer morphologischen Veränderung führen werden. Alle drei Beispiele, glaube ich, kann man mit gutem Gewissen auch dem Klimawandel teilweise zuschieben. Jetzt sind Sie in diesen drei Beispielen sehr stark auf die Auslöser eingegangen, auf die starken Niederschläge. Aber natürlich verändern sich ja auch über Dekaden auch Rahmenbedingungen, zum Beispiel über Landnutzung. Also könnten Sie zum Beispiel auch ausschließen, dass Sie sagen, dass die veränderten Rahmenbedingungen, wie Landnutzungsveränderungen zum Beispiel, oder die Einführung von Drainagen in alpine Hängen oder das Blockieren von Drainagen in alpinen Hängen,
dann dazu führt, dass diese Prozesse verstärkt auftreten mit dem nächsten Auslösereignis? Oder können Sie wirklich das differenzieren und sagen, also ja, das passiert, aber das muss man wirklich nochmal separat von Klimawandel betrachten? Also wiederum ohne wissenschaftliche Evidenz, weil wir eigentlich am Anfang der Beobachtung dieser Phänomene stehen, würde ich das trotzdem mit einem uneingeschränkten Ja beantworten. Die Frage, wie weit sich Landnutzung auf die Verstärkung von Prozessen auswirkt, ist natürlich die Korrelation zu den Starkregenereignissen, nicht nur im Alpinenbereich, sondern leider auch inzwischen im Außeralpinenbereich durch die Hangwasserproblematik so evident und klar geworden. Man merkt es auch in den Statistiken der Feuerwehren. Kellerauspumpen ist inzwischen neben Brandlöschung einer der wichtigsten Einsatzbereiche, dass man das nicht mehr verleugnen kann. Es ist einfach die Versiegelung der Böden, auch im alpinen Bereich durch die Almwirtschaften, aber auch im mittelalpinen Bereich, wo halt Landwirte über Jahrzehnte Wiesen planiert, entwässert haben, kommt es einfach zu einem geänderten Oberflächenabfluss und zu einer Konzentration der Abflusswellen. Und sehr interessant ist natürlich auch die Frage des Waldes in dem Zusammenhang. Da hat vor kurzem wieder Professor Blöschl, einer der führenden Hydrologen in Österreich, sich ganz klar dagegen artikuliert, dass man auch hier den Wald als Kompensation sehen kann, weil der Wald auch nur eine beschränkte Rückhaltewirkung hat. Also insgesamt ist natürlich auch die Forstwirtschaft in ihrer Ausprägung hat gewisse Einflüsse auf den Oberflächenabfluss. Und es ist jede Form von Multiplikation von Effekten führt dann zu einer Steigerung der Ereignisse in einer mehrfachen Art und Weise. Aber wie gesagt, das ist ein sehr komplexes System und es erfordert sicher viel Forschung, um das auch evidenzbasiert behaupten zu können. Diese Aspekte sind ja auch besonders wichtig im Sinne der Risikokommunikation. Sie haben das vorhin auch schon angesprochen. Risikokommunikation ist ja auf verschiedenen Ebenen, mit den Betroffenen, mit Versicherungen, mit Landesregierungen und so weiter. Stellen Sie fest, dass sich im Rahmen dieser Risikokommunikation, auch mit der Bevölkerung zum Beispiel, dass sich da etwas ändert über Berichterstattungen, zum Beispiel zum Klimawandel? Ja, durchaus. Es ist einmal auf alle Fälle offensichtlicher geworden. Es hat vielleicht schon einmal damit zu tun, dass wir global informieren. Also das heißt, jede Katastrophe, egal ob sie im Himalaya-Gebiet in Südamerika oder in Zentraleuropa stattfindet, wird den Leuten auf den Bildschirm geliefert. Und dann ist es vielleicht auch eine Frage des persönlichen Erlebnisses. Die Menschen reagieren auf solche medialen Darstellungen auch ein bisschen so, entweder mit Angst oder aber auch mit Verdrängung. Und es ist ein völlig anderes Erlebnis, wenn man selber vor der Haustür erlebt hat, dass es Extreme geben kann. Also Sie haben ein Haus und es fährt vor Ihrer Haustür eine Mure vorbei oder Sie sehen eine Lawine auf die Siedlung zukommen. Das führt in den Menschen, glaube ich, zu löst Urängste aus. Nicht? Es geht eigentlich um die Existenz, die eigene Existenz und die Möglichkeit, dort zu bleiben, wo man es gewohnt ist. Das sind Ängste, die gehen weit zurück in die kulturelle Entwicklung der Alpen und werden aber durch die Tätigkeit der Medien, glaube ich, heute neu ausgeprägt. Und damit muss man in gewisser Weise sich auseinandersetzen, weil wenn Sie heute jemanden eine Gefahrendarstellung zeigen und sagen, hier ist Gefahr, nicht? Reagiert kaum jemand rationell, sondern alle reagieren irgendwie. Und das hat genau diese Ursache, dass es diesen gesunden oder sagen wir, pragmatischen Umgang mit Risiken und Gefahren in der Gesellschaft zunehmend nicht mehr gibt. Wir sind in einer Vollkasko-Gesellschaft oder einer Null-Risiko-Gesellschaft gelandet und das ist problematisch. Darf ich Ihnen noch eine letzte Frage stellen im Kontext der sozialen Medien? Ich meine, Informationen sind viel schneller verfügbar. Ein Video wird gemacht, wird sofort geteilt, wird tausendmal weiter verbreitet. Und Sie als Institution haben häufig noch gar keine Basisinformationen, werden aber schon über soziale Medien teilweise informiert. Teilweise wird das aber auch schon kommentiert. Also was für neue Herausforderungen sind denn da von Ihrer Seite auskommend aus den sozialen Medien? Für Ihre Abteilung, für die Zusammenarbeit
innerhalb Ihrer Abteilung, aber auch mit den entsprechenden Akteuren? Ja, also das ist eine sehr interessante Frage. Vor allem sollte man vielleicht auch mal mit dem Positiven beginnen. Die Möglichkeit, dass halt die Menschen selbst laufende Ereignisse dokumentieren, indem sie einfach Videos drehen, das ist ein Quantensprung in der Ereignisdokumentation, weil wir einfach viel Material bekommen, das wir sonst aufgrund der Reaktionszeit im alpinen Bereich nie hätten. Weil kaum jemand ist mit einer professionellen Kamera vor Ort, wenn die Mure abgeht oder die Lawine kommt. Also damit setzt man was ins Bild. Andererseits, das ist völlig richtig, diese Social-Media-Informationswelle rennt, wird natürlich auch dann von den Medien aufgegriffen und dann werden dort auch sehr rasch Thesen, Behauptungen in den Raum gestellt. Die einzige Reaktion, die wir haben können, wir müssen Medienbeobachtung betreiben. Und das ist Teil unseres Krisenhandbuches, das meine Abteilung entwickeln hat lassen für die Dienststellen, dass wir routinemäßig, sobald die erste Evidenz über ein ablaufendes Ereignis da ist oder respektive wir schon im Rahmen unserer Wetterwarnung, wir haben eine eigene Applikation der Zentralanstalt dafür, prognostizieren können, in dem Gebiet wird sich etwas zutragen, mit der Medienbeobachtung beginnen. Und in weiterer Folge ist es dann natürlich so, wenn dann medial etwas auftaucht, gibt es auch informelle Meldeketten. Laufen wir ebenfalls über Messenger-Dienste und werden auch so gespielt, dass auch die politische Ebene diese Messenger-Dienste mitlesen kann, weil es ist heute ganz, ganz essentiell, dass Entscheidungsträger auf aufkommende Stimmungen in der Bevölkerung reagieren können. Und was auch sehr interessant ist, es gibt dazu auch inzwischen schon Forschungen aus der Kommunikationswissenschaft, wie sich solche Meinungsentwicklungen darstellen. Man hat man durchaus ein bisschen Zeit, weil am Anfang gibt es ja Schreck und Betroffenheit und Meinungsbildung und auch eventuell Schuldzuweisung entsteht üblicherweise erst ein, zwei Tage nach dem Ereignis. Aber genau das muss man auch beobachten und dann entsprechend darauf reagieren. Weil sonst kann es bald passieren, dass es eben zu einem Kippen der Stimmung kommt. Und viele Beispiele in Österreich zeigen, wie solche Dinge dann auch enden können. Herr Dr. Rudolf Miklau, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank auch.